FSK 93 mit der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Das ist jetzt schon Sendung 30, wenn ich nicht richtig informiert bin. Wir hatten uns die letzten Male vor allen Dingen mit Proudhon und seinem Kontext beschäftigt, der mit allerlei Autoren schon im Zusammenhang gebracht worden war. Frederick Krier suchte die Missing Links zwischen Proudhon und Feder, dem nationalsozialistischen Autoren, von dem die Formel von der Brechung der Zinsknechtschaft stammt. Das lag auch daran, dass er den Sozialismus der Kleinbürger bei Proudhon als Wegbereiter des Dritten Reiches darstellen beabsichtigte, dem ich auch beipflichten kann. Aber Proudhon ist noch viel erschreckender und auch sein Kontext ist viel erschreckender, als ich vielleicht vor 30 Jahren, als ich mich mit Junghegelianern, Marx und so weiter beschäftigt hatte, noch denken konnte. Proudhon hatte noch weiteren Einfluss auf verschiedene Autoren. Auffällig ist zum Beispiel der Einfluss auf den Komponisten Richard Wagner. Dem wurde schon 1852 von dem Musiktheoretiker François-Joseph Fétis vorgeworfen, Proudhonist zu sein. Dieser hatte recht, obwohl der Name Proudhon in den kunsttheoretischen Schriften, die jener erwähnt, etwa die Kunst und die Revolution, das Kunstwerk der Zukunft und das Judentum in der Musik, gar nicht fällt. Aber sie standen, wie aus der Autobiografie hervorgeht, unter dem Einfluss Proudhons. So schilderte er die Diskussion in Dresden mit Röckel. Das ist aus der Autobiografie von Wagner, Mein Leben. Namentlich hatte er, also Röckel, die Umgestaltung aller bürgerlichen Verhältnisse, wie sie uns nach der gewohnten Wahrnehmung vor Augen stehen, durch seine Folgerungen aus einer vollständigen Veränderung ihrer sozialen Grundlage bereits zu einer sehr zusammenhängenden Darstellung davon ausgebildet. Auf die Proudhonschen und andere sozialistischen Lehren von der Vernichtung der Macht des Kapitals durch die unmittelbare produktive Arbeit baute er eine ganz neue moralische Weltordnung auf, für welche er mich allmählich durch einige seiner sehr anziehenden Behauptungen darüber selbst insoweit gewann, dass ich nur wieder meinerseits darauf die Realisierung meines Kunstideals aufzubauen begann. Auch Theodor Uhlig, ein Freund Wagners, bringt diesen Zusammenhang zu Proudhon. Zitiert aus einer Rede vom 31.07.1848 von Proudhon den Satz: Lachen Sie immerhin. Das aber, was ich sage, wird Sie einst umbringen. Und meint: Natürlich ist Wagners revolutionär der Kunst, wie Proudhon es in der Politik ist. Die Schrift Qu'est-ce que c'est la propriété, also was ist das Eigentum, war Wagners Lektüre nach der Flucht aus Dresden nach Zürich. In seiner Autobiografie zitiert er das als de la propriété, über das Eigentum auf Deutsch. Das wird des Öfteren, man schreibt eben halt voneinander ab, auch immer wieder falsch zitiert. Zitat: Während eine Zeit lang alle Nachrichten aus Deutschland ausblieben, suchte ich mich so gut wie möglich mit Lektüre zu beschäftigen. Und nachdem ich mich mit Proudhons Schriften, namentlich mit seinen De la Propriété, mich namentlich in der Weise beschäftigt hatte, dass ich mich für meine Lage sonderbar ausschweifende Tröstung gewann, unterhielt mich längere Zeit die zerstreuende Historie des Girondins von Lamantin. In den Tagebüchern von Cosima Wagner findet man eine Anmerkung zu Proudhon. Da schreibt sie immer über ihren Richard, nicht? Bei der Heimfahrt, wie ich die geschlossenen, unbewohnten Paläste betrachte, sagt Richard: Das ist Eigentum, der Grund alles Verderbens. Proudhon hat die Sache noch viel zu materiell aufgefasst.
denn das Eigentum bedingt die Ehen in Rücksicht darauf und dadurch die Degeneration der Rasse. Das hat mir gefallen von Heinze in seinen seligen Inseln, dass er sagt, sie hatten kein Eigentum, um den vielen Übelständen vorzubeugen, die damit verbunden sind. Diese regressive Kapitalismuskritik spielt auch, wie Jürgen Kühnel in seinem Buch Richard Wagners Ring, der Nibelung, das 1991 in Siegen erschien, also da schreibt er in den Werken so in dem Ring der Nibelung und lässt auf Proudhon sich zurückführen. Und zwar das, der Ring als Symbol des Kapitals, in einem vormarxistischen Sinne, Albrecht als kapitalistischer Unternehmer, die Nibelungen als Industrieproletariat, das alles ist Proudhon. Eine romantisch-regressive Kapitalismuskritik an den Produktions- und Eigentumsverhältnissen im bürgerlichen Staat. Aber nicht nur Proudhon steht in diesem Kontext. Wir werden ja heute auch ein wenig auf Feuerbach kommen. Es ist festzustellen, dass es Wagner mit dem Nibelungenmythos gelungen war, deutsche Sage, proudhonschen Sozialismus und feuerbachsche Religionskritik in Einklang zu setzen. Ein Zeitgenosse, Kritiker, aber noch in kritischer Solidarität teilweise, Karl Grün, bei ihm finden sich in die soziale Bewegung in Frankreich und Belgien eine interessante Verknüpfung von Feuerbach mit Proudhon, den wir gleich noch zum Anlass nehmen, judenfeindlich ist auch dort zu finden. Das findet man übrigens in der Literatur nicht allzu oft, wenn überhaupt. Proudhon ist der französische Feuerbach, der praktische Feuerbach, der nicht nach dem Wesen des Christentums, sondern nach dem Wesen des Eigentums fragt. Es ist dieselbe Seite betrachtet. Die Frage, woher rührt die Abhängigkeit, die Sklaverei in der Welt? Feuerbach antwortet, daher, dass der Mensch seine geistige Arbeit veräußert und einen transzendenten Wesen zum Eigentum überliefert hat. Proudhon, daher, dass der Mensch sein Wesen, die Arbeit und deren Produkt entäußert und den übermenschlichen Gotte, dem Eigentümer anbetet, von dessen Gnaden erlebt. So Karl Grün. Aber auch Moses Hess können wir als Quelle nehmen. Das ist so eine Schrift, Moses Hess, über die sozialistische Bewegung in Deutschland, das sich auch findet in Sammlung Karl Grün, Neue Anekdota, das 1845 erschien. Da heißt es auch, Feuerbach ist der deutsche Proudhon. Was dieser durch seine Kritik des Eigentums im Betreff aller praktischen Gegensätze und Kollisionen des Soziallebens, das hat Feuerbach im Betreff aller theoretischen Kollisionen geleistet. In der Tat braucht man nur den feuerbachschen Humanismus auf das Sozialleben anzuwenden, um zu den proudhonschen praktischen Resultaten zu gelangen. Man hat sich nämlich vom feuerbachschen Standpunkt aus nur ebenso kritisch dem praktischen Gotte, dem Gelde, wie dem theoretischen gegenüber zu verhalten, oder man braucht nur das Wesen der vollendeten Politik, das Wesen des Rechtsstaates ebenso richtig aufzufassen, wie er das Wesen der vollendetsten Religion des Christentums aufgefasst hat, um die Krämerwelt aus ihren Fugen zu heben und mit Proudhon, aber durch einfache Schlussfolgerungen als dieser, zu dem Satze zu gelangen, dass das bestehende Eigentum das Gegenteil von dem ist, was es zu sein scheint und was es in der Wahrheit sein sollte. Denn es sollte ein mit dem Menschen innig verwachsenes soziales Besitztum und als solches, das heißt als das ihm zu seiner sozialen Tätigkeit dienende Material, ebenso unveräußerlich sein, wie alles, was der Mensch sonst als Material oder Mittel zu seiner Lebenstätigkeit sein Eigentum nennt. Zum Beispiel seinen Körper, sein Erlerntes und so weiter. Aber das bestehende Eigentum, das Geldeigentum, ist das entäußerte und daher auch veräußerliche, verkäufliche, soziale Besitz und im vollkommenen Staate ist das menschliche Wesen ebenso praktisch entäußert wie in vollkommenen
Religion theoretisch, nämlich absolut. So dass alles Vermögen des schöpferischen Menschen einem jenseitigen Wesen vindiziert ist, das nun alle Attribute des Schöpfers annimmt. Das Geld ist im praktischen Leben den entäußerten Menschen ebenso allmählich und allgegenwärtig, ebenso die Quelle alles Heils und Segens, wie Gott es in ihrem theoretischen Leben ist. Wir erinnern uns, solche Formulierungen bei Marx hat man hier immer wieder gehört, Marx will durch den Feuerbach geschwommen sein. Und zu Proudhon hat er ja auch Kontakte und mit ihm Diskussionen. Das hat man das letzte Mal schon zum Ausdruck gebracht. Später wurde er dann auch zum Kritiker, nicht? Das berühmte Das Elend der Philosophie. 1849 stammt er, ist eine Kritik an der Philosophie des Elends von Proudhon. Manche Autoren sehen eine Komplementarität der Kritik Feuerbachs und Proudhons an Theologie und politischer Ökonomie. Aber Falco Schmieder, ein Autor, der in Berlin wohnt, schließt sich in seiner Arbeit über Feuerbach an die Marx-Lektüre Moische Postons an, der eine Verkürztheit der Kritik, das heißt ein reaktionäres Potenzial, das sich konkret in beide Antisemitismus manifestiert, sowohl Feuerbacher als auch Proudhons bemerkt. Verkürztheit halte ich für einen Euphemismus, so als ob man sie nur verlängern müsste. Nicht? Wenn es verkürzt ist, muss man ein bisschen länger machen. Und spreche lieber von falscher Kapitalismuskritik. Aber nun mal Schmieder zu Proudhon und Feuerbach. Wie Proudhon den Zusammenhang zwischen den Erscheinungen der Sphäre der Zirkulation nicht erkennt und das Geld, den Zins und so weiter als Verzerrung einer an sich natürlichen produktiven Basis begreift, so vermag Feuerbach die realen Fundamente der von ihm bekämpften philosophischen Abstraktion nicht zu erkennen, in der er den Grund für die gesellschaftlichen Disharmonien sieht. Bei seiner Hypostasierung des Konkreten als des vermeintlich Natürlichen und seinem einseitigen Angriff auf das Abstrakte handelt es sich daher um Reaktionsformen, die strukturelle Analogien zu Proudhons Geldkritik aufweisen. Das ist wohl so eine Doktorarbeit. Volker Schmieder, Ludwig Feuerbach und der Eingang der klassischen Fotografie zum Verhältnis von anthropologischem und historischem Materialismus. Moses Hess hat noch vor Marx eine Kritik an Proudhon geliefert, wenn er in einem Fragment zum System der Widersprüche, also System de Contradiction Économique, schreibt. Schon übersetzt, Proudhon will zwei Gegensätze, die sich gegenseitig ausschließen. Privateigentum und Kommunismus. Nach echt spekulativer Methode vereinigen. Er nimmt ein Stück Kommunismus, Assoziation, und ein Stück Privateigentum, Privaterwerb in der Assoziation, und glaubt durch deren Vereinigung einerseits die Gleichheit, andererseits die persönliche Freiheit gerettet, einerseits den Erwerb geweckt, andererseits die Konzentrierung großer Reichtümer in den Händen weniger, die unersättliche Erwerbssucht unmöglich gemacht zu haben. Er sieht nicht ein, dass er sich nur zwischen zwei Stühle gesetzt und mit seiner spekulativen Methode weder das Privateigentum noch den Kommunismus, weder die Gleichheit noch die Freiheit, weder den Erwerb kleiner noch die Beschränkung großer Kapitalien, weder den Reiz zur Arbeit noch die Unterdrückung der unersättlichen Habsucht, sondern nur die Einbildung von all diesen schönen Dingen gewonnen hat. Und Marx Hinweise auf die theologischen Mucken des Geldes nimmt Moses Hess auch vorweg. Dem spekulativen Philosophen verwandelt sich alles in Gott, den eigentlich einzigen absoluten Gegenstand dieser Spekulation. Dem spekulativen Kaufmann verwandelt sich alles in Geld, den einzigen und absoluten Gegenstand der Handelsspekulation. Das Proudhonsche System ist nichts als die Reflexion und der abstrakte Ausdruck dieser doppelten Spekulation. Ja, wir sind jetzt also mitten in den Gefilden von den Jung-Hegelianern.
Und da gibt es eine schöne Schrift von Karl Löwit, ein Verfolgter des Nazi-Regimes, die heißt von Hegel zu Nietzsche. Dort findet sich eine passende Bemerkung zu der Zeit, wo Theologie leicht zum Vorwurf gereichen konnte und sogar die Religionskritik traf. Er schreibt zu Feuerbach. Feuerbach war kein gewöhnlicher Atheist, beziehungsweise er war es, nämlich sofern der Atheismus für gewöhnlich gerade das ist, als was ihn Feuerbach angibt. Ein Bestehenlassen der christlichen Prädikate und Abstraktion von ihrem Subjekt. Dass seine Religionskritik den Vorwurf der Frömmigkeit auf sich nehmen musste, kennzeichnet die ganzen sich selbst überschlagende Bewegung nach Hegel. Was dem einen als Atheismus erschien, hat schon der Nächste als immer noch theologisch, religiös und christlich entdeckt. Strauß galt Bauer als Pfaffe, Feuerbach Stirner als frommer Atheist. Bauer galt Marx als ein Kritiker, der nur als Theologe kritisch ist. Stirner aber, der alle zu übertrumpfen glaubte, wird zusammen mit der heiligen Familie Bauer von Marx als Kirchenvater und St. Max persifliert, während Feuerbach in Stirners Nichts noch ein göttliches Prädikat und in seinem einzigen Ich die christliche Individualseligkeit zum Vorschein kommen sieht. Ein jeder will dem anderen einen Rest von Christlichkeit nachweisen, was in der Tat für jede Kritik des Christentums zutrifft, die noch polemisch durch ihren Gegner bedingt ist. Feuerbach hat die Möglichkeit, diese Vertauschung geschichtlich auf die Unterscheidung des Evangeliums von der jüdischen Gesetzesreligion zurückgeführt. Die christliche Religion sei im Gegensatz zur jüdischen Positivität bereits eine Religion der Kritik und Freiheit. Dem Israeliten gegenüber ist der Christ ein Freigeist. So ändern sich die Dinge. Was gestern noch Religion war, ist heute nicht mehr, und was heute für Atheismus gilt, morgen für Religion. Das die letzten beiden Sätze, waren Feuerbach-Zitate. Das ganze Zitat schildert sehr schön die Form der damaligen Auseinandersetzung, die bis in Marxens zur Judenfrage hineinreicht. Darauf werden wir ja auch noch kommen, nachdem wir nächstes Mal noch ein bisschen uns mit den Junghegelianern beschäftigt haben und wie die Judenfrage diskutierten. Das wird uns als Linke natürlich erschrecken müssen. Der Hintergrund für den Antijudaismus stellt das Moment eines verabsolutierten Rationalismus dar, der die Epoche der Aufklärung und die des deutschen Idealismus, also das 17. bis 19. Jahrhundert etwa, umfasst. In der Epoche herrschte die vom Christentum dominierte Judenfeindschaft. Da ich zu Feuerbach, außer die Originale, die da bei mir im Schrank stehen, wenig entdeckt habe, habe ich da mal einen Theologen entdeckt, der sich mit dieser Problematik tatsächlich auseinandersetzt. Markus Kreher heißt der, der diese Zeit in dieser Hinsicht bearbeitet hat, in dem Buch »Die dunkle Spur im Denken«. Rationalität und Antijudaismus, der hat also einen interessanten Aspekt betrachtet, der auch für den Antisemitismus, wie er im 19. Jahrhundert sich entwickelte, manches beleuchtet. Es geht da also um Rationalität, also um eine bestimmte Epoche des Antisemitismus. Noch christlich, aber auch schon rationalistisch. Das ist eine Religionsaneignung rationalistischer Art, der dann auch mündete in dem Streit Vernunft und Offenbarung und solche Sachen. Es gibt ja so einen schönen Aufsatz von Adorno in den Stichworten, glaube ich, über Vernunft und Offenbarung.
Aber das geht natürlich so weit, dass das auch in einem damals in einem Antisemitismusstreit auch mündete. Und ein eigentlich jüdischer Denker, der aber auch weit darüber hinausreicht, Benedikt Spinoza, gilt ja als der Urheber so einer Religionskritik, könnte man das schon nennen, und einer kritischen Theologie. In seinem in dem theologisch-politischen Traktat. Nicht? Was jetzt hier in diesem Kontext Rationalität heißt, also soll aber den Autonomieanspruch der Vernunft bezeichnen. Der Begriff umschreibt in diesem Zusammenhang sowohl eine systematische als auch eine historische Dimension. In systematischer Hinsicht indiziert Rationalität den systemlogischen Zusammenhang eines philosophischen Ansatzes. Als historische Epoche ist der umbenannte Anspruch mit dem Zeitalter der Aufklärung angebrochen und er zieht sich durch bis ins 20. Jahrhundert. Im Begriff Antijudaismus, damit ist ja meistens die Judenfeindschaft christlicher Art gemeint, kreuzen sich ebenfalls die beiden Dimensionen. Von Seiten der Geschichtswissenschaft umreißt der Begriff den Zeitraum, in dem Kultur und sozialgeschichtlich die vom Christentum ausgehende Judenfeindschaft vorherrscht. Im systematischen Kontext bezeichnet Antijudaismus vor allem den religiös begründeten Judenhass. Diese Bedeutung wird in der vorliegenden Arbeit jedoch in einen neuen Zusammenhang gesetzt. Die autonomiefordernde Rationalität neuzeitlicher Philosophien bringt eine eigene Art des Antijudaismus hervor, den rationalistischen Antijudaismus. Die hier aufgeführten Begriffsbestimmungen umschreiben den Rahmen dieser Arbeit. Das ist jetzt schon ein Kreher-Zitat. Die Rationalität einfordernden philosophischen Systeme finden im Judentum ein Phänomen vor, das sich ihrer systemlogischen Struktur widersetzt. In diesem Widerstand gibt sich die absolute Andersheit des Judentums zu erkennen. Der totale Anspruch der Vernunft auf Realitätsrepräsentation, den die Philosophen formulieren, wird abgewiesen. Aus dem Versuch, die in der Andersheit des Judentums auftretende Konkurrenz zu beseitigen, resultiert der rationalistische Antijudaismus. Bei Kreher müssen wir noch bedenken, dass er einen eher negative Auffassung hat von Spinoza wegen dieses Rationalismus und dessen Wirkungsgeschichte, die tatsächlich dann in diesem Antijudaismus gründete, wenn man es im strikten Sinne nimmt, bei Spinoza nicht vorfindet. Viele haben sich das ja angeeignet und das führt dann zu dieser rationalistischen Judenfeindschaft. In Europa kann man so vier Typen der Judenfeindschaft nach ihrem Begründungskontext also unterscheiden, die wir ja auch schon alle behandelt haben oder fast alle. Den vorchristlichen Judenhass, das hatten wir für die Antike gemacht, nicht? Javetz und so, solche Autoren herangezogen. Den christlichen Antijudaismus und dann den neuzeitlich rationalistischen Antijudaismus, auch christlicher Art, und den modernen Rassenantisemitismus. Wir hatten auch noch einige andere Typen, auch den muslimischen und so. Da werden wir jetzt auch noch einen Kontext dazu finden. Vorchristliche Judenfeindschaft war durch Intoleranz und ethnisch-religiösen Chauvinismus gekennzeichnet. Der christliche Antijudaismus gründete in der Christologie, insbesondere in der Ablehnung Jesu Christi durch die Juden, Vorwürfe der Hostienschändung und dergleichen, die kennen wir ja auch schon. Die Reformation übernimmt dies, weil die Juden ja auch vom reformierten Christentum nicht zur Konversion überreden konnten oder zwingen lassen wollten.
Die neuzeitlich-rationalistische Judenfeindschaft, teils selber religiös, teils atheistisch, gehört dann zu einer nächsten Epoche. Wir hatten ja schon teilweise von der Judenemanzipation gesprochen, die in dieser Epoche begann. Das Scheitern der Emanzipation transformiert den christlichen Antijudaismus in den modernen Antisemitismus. In dieser Transformation spielt der Rationalismus eine gewisse Rolle, zumindest als erkenntnistheoretisch geistige Grundlage. Kreher sieht in Spinozas Rationalismus die Grundlage einer antijudaistischen Argumentation, die sich im Gegensatz zur Offenbarung definiert. Im theologisch-politischen Traktat finden wir einen Anti-Revelationismus. Also Revelation kennt man vielleicht aus dem Englischen, also Offenbarung, nicht? Also und man kann das gar nicht im Deutschen sagen, also Anti-Revelationismus, also Anti-Offenbarungsismus kann man schlecht sagen, als eine Einstellung, die sich gegen Offenbarung richtet und eine reine Vernunftsreligion, auch manchmal natürliche Religion genannt. Diese Auffassung lebt auch weiter im englischen Deismus, also im ganzen Kontext der Aufklärung, und wird dann etwa von Voltaire rezipiert, bei dem er ja auch judenfeindliche Aussagen findet. Vernunft, Religion, natürliche Religion bezeichnet eine religiöse Einstellung, die unabhängig von den historischen Religionen ist. Diese Besonderheiten kommen dann allenfalls hinzu zu einer ursprünglich rein vernunftförmigen Religiosität. Als Gegenbegriff zu Offenbarungsreligion verwendet, andere Gegenbegriffe sind geschichtliche Religion oder positive Religion im Sinne von gegebene, vorgefundene Religion, gegen die zum Beispiel der junge Hegel sich richtet und dabei auch antijudaistische Tendenzen zeitigt. Zum deutschen Idealismus und den Kontext und die Transformation in Materialismus müssen wir auch noch ausführlicher kommen. Man kann ja nicht alles auf einmal machen. Aber wir wollen ja erstmal so Schneisen in die Geschichte ziehen, damit wir diese Dinge überhaupt in den Kopf bekommen. Nicht? Das, man muss sich das ja auch merken können. Und das sind hauptsächlich auch Sachen, die nicht so bekannt sind, also seltener bearbeitet zumindest. Also zu Kant, Hegel, Fichte und so weiter gibt es natürlich einige Arbeiten. Micha Brumblick hat da etwas drüber verfasst und ich selber habe in zwei Artikeln in Saint-France über Kant, Fichte, Hegel in einem Heft und in einem Folgeheft dann etwas über Schelling, der eher Antisemitismuskritiker ist, etwas geschrieben. Das kann man dann im Internet nachgucken, wo das sich dann befindet. Auch Feuerbach, von dem wir sprechen werden, begründet in das Wesen des Christentums, das Christentum anthropologisch. Dies steht auch im Kontext der Religionskritik, die man mit Feuerbach und Marx assoziiert. Von Marx stammt hier auch die Aussage, dass also mit der Kritik der Religion alle Kritik beginnt, also nicht aufhört. Und das schreitet ja fort zur Kritik der Politik. Und von der Kritik der Politik geht es dann zur Kritik der Ökonomie. Aber Feuerbach leitet aus seinem philosophischen System eine antijudaistische Theorie ab. Auch teilweise schon antisemitisch konnotiert, wenn man es genau nimmt. Also in dieser Epoche ist das ein Verschwimmen und ein Transformieren, was immer wieder da auftaucht. Feuerbach hat zunächst einmal auf die Absicht, das Christentum auf seinen säkularen Kern zu reduzieren, nämlich die Anthropologie. Diese wird zum Maß der Theologie. Dass er zwar eine Theorie der Religion überhaupt konzipiert, aber sich dann vornehmlich mit dem Christentum beschäftigt, liegt daran, dass er
Hegel folgend das Christentum als die vollendete Religion begreift. Hegel ist da allerdings historischer als Feuerbach. Die Geschichte der Religion ist ihm zufolge das Fortschreiten des menschlichen Selbstbewusstseins, wobei Religion das noch nicht zu sich gekommene Bewusstsein des Menschen bezeichnet, also das entfremdete Bewusstsein. Auf Gott ist die menschliche Gattung projiziert. Das menschliche Bewusstsein und der Gottesgedanke entsprechen sich. Die Barmherzigkeit Gottes nimmt seinen Ausgangspunkt vom moralischen Gestus des Menschen. Liebe ist hierbei Ausdruck der Synthesis von Geist und Materie, dem Allgemeinen und Individuellen. Diese Synthese gibt es also nur beim Menschen, weil er Gattungswesen ist. Wir wissen, dass aus den, wenn man Pariser Manuskripte gelesen hat, dass auch bei Marx noch von Gattungswesen die Rede ist. Erst als er auf die Kritik an Max Stirner kommt, den er nicht nur kritisiert, sondern auch einiges aufnimmt, nicht den Individualismus beispielsweise, der sich dann gegen das Gattungswesen richtet. Das finden wir dann bei Marx. Aber wir sind ja jetzt noch bei Feuerbach, der hier jetzt auch anthropologisch den Menschen vom Tier unterscheidet. Er schreibt in Wesen des Christentums, das Tier kann keine Gattungsfunktion verrichten ohne ein anderes Individuum außer ihm. Der Mensch aber kann die Gattungsfunktion des Denkens, des Sprechens, denn Denken, Sprechen sind wahre Gattungsfunktionen, ohne einen anderen verrichten. Der Mensch ist sich selbst zugleich Ich und Du. Er kann sich selbst an die Stelle des anderen setzen, eben deswegen, weil ihm seine Gattung, sein Wesen, nicht nur seine Individualität Gegenstand ist. Die Reduktion der Andersheit des Du auf das Gattungswesen hat für Feuerbach aber Konsequenzen für seine Sicht auf das Judentum. Er nimmt hauptsächlich Bezug auf das Christentum, weil seine eigene Auffassung dem Religionsmodell des Christentums näher steht. Er schreibt, auch Wesen des Christentums, die christliche Religion ist die vom Nationalegoismus gereinigte jüdische Religion, allerdings zugleich eine neue, andere Religion. Denn jede Reformation, jede Reinigung bringt namentlich in religiösen Dingen, wo selbst das Unbedeutende Bedeutung hat, eine wesentliche Veränderung hervor. Sein Vergleich des Judentums mit dem Christentum, durchaus Hegel verwandt, betont die Universalität des Christentums gegen das Judentum gerichtet. Auch Wesen des Christentums. Die christliche Religion ist im Gegensatz zur israelitischen, also der jüdischen, die Religion der Kritik und Freiheit. Der Israelit traute sich nichts zu tun, außer was von Gott befohlen war. Er war willenlos, selbst im Äußerlichen. Selbst bis über die Speisen erstreckte sich die Macht der Religion. Die christliche Religion dagegen stellte in all diesen äußerlichen Dingen den Menschen auf sich selbst. Das heißt, sie setzte in den Menschen, was der Israelit außer sich in Gott setzte. Die vollendetste Darstellung des Positivismus ist Israel. Ja, der Feuerbach behauptet nun, dass das Christentum an die Stelle des abhängigen Juden, also den freien Menschen gesetzt hat. Das findet sich übrigens auch noch, also fand sich auch schon vorher bei Hegel, bei einem jungen Hegel, aber das waren den Leuten damals, weil die Schriften erst später erschienen, noch gar nicht bewusst. Nicht? Die Herr- und Knecht-Problematik, die man bei Hegel auch schon vor der Phänomenologie des Geistes findet, begann theologisch in diesem Sinne, dass also der direkte Bezug zu Gott bei den Juden also nicht gutiert wurde, nicht? Sondern das galt als sklavisch.
während das Christentum ja Jesus hat, nicht? Als Gottmensch. Alle theologischen Aussagen verbergen Feuerbach zufolge aber anthropologische. Und wenn er auf das Judentum sich bezieht, nicht, behauptet er also, dass Folgendes eine Grundlehre ist. Also die Schöpfungslehre gilt ihm als Grundlehre, die vor allem im Judentum verwirklicht sei. Auch Kreationslehre genannt. Also die Kreationslehre stammt aus dem Judentum. Sie ist selbst die charakteristische Lehre, die Fundamentallehre der jüdischen Religion. Das Prinzip, das ihr zugrunde liegt, ist aber nicht sowohl das Prinzip der Subjektivität als vielmehr der Egoismus. Das sind Dinge, die man in manchen Formulierungen bei Marx übrigens dann auch noch findet. Nicht? Die Beziehung zum Geld und diese ganzen Dinge hängen eng zusammen mit das, was auch der Feuerbach hier schreibt. Also geschaffen sein, Kreation, hat also ihre negativen Konnotationen, weil die Kreatürlichkeit Abhängigkeit und Verfügbarkeit beinhaltet. Das gilt vor allem aber bei der Schöpfung aus dem Nichts. Darüber schreibt er, sie ist eine für die Theorie bodenlose, aus der Luft gegriffene Lehre, die nur den Utilismus, den Egoismus bewahrheiten soll, nichts enthält, nichts anderes ausdrückt als den Befehl, die Natur nicht zu einem Gegenstande des Denkens, der Anschauung, sondern der Benutzung und Genießung zu machen. Egoismus und Utilismus seien also die Grundlehren des jüdischen Volkes. Das Ganze der Welt steht Israel zur Nutzung bereit. Dies sieht er nicht nur an der Schöpfungslehre, sondern auch am Wunderglauben. Aber den Egoismus und Utilismus, den Terminus kann man vielleicht noch mal ein bisschen erläutern. Also seine auf den Nutzen aus seiner Einstellung, die übrigens meistens Utilitarismus genannt wird. Also den Egoismus und Utilismus sieht er nun im engen Zusammenhang mit dem Monotheismus. Natürlich den jüdischen. Der Egoismus ist wesentlich monotheistisch, denn er hat nur eines, nur sich zum Zweck. Und weiter. Und alle Widernatürlichkeiten geschehen zum Nutzen Israels. Lediglich auf Befehl Jehovas, der sich um nichts als Israel kümmert, nichts ist als die personifizierte Selbstsucht des israelitischen Volkes mit Ausschluss aller anderen Völker, die absolute Intoleranz, das Geheimnis des Monotheismus. Wenn man an Lessing denkt, könnte man sagen, ja, das stimmt wohl nicht so ganz, weil die Juden da ja auch eine Stellvertreterfunktion einnehmen, nicht, für alle anderen Völker. Ja, Lessing schreibt dann ja, gerade weil sie so ein furchtbares, hartes Volk gewesen sind, nicht, hat Gott sich an sie gewandt. Nicht, nicht, wenn man die Schlimmsten sozusagen zu guten Menschen macht, nicht, dann kann man das dann auch auf alle anderen übertragen. Für Utilismus und Egoismus erscheint Feuerbach zufolge der Monotheismus als die zweckmäßige Glaubensform. Der monotheistische Egoismus ist ausschließlich, bezieht das Nutzbringende auf sich. Hier sieht man, Feuerbach hat ein statisches Konzept von Religion. Anders als Hegel kennt er keine geschichtsphilosophische Genesis der Religionen. Sein Ideal ist die Zurückführung aller in den Bereich der Religion extrapolierten und projizierten menschlichen Fähigkeiten in den Gattungsbegriff Mensch. Die Beschränkung des Judentums auf eine religiös-ethnische Gruppe und den monotheistischen Glauben steht seiner Auffassung, seinem Ideal entgegen. Die Juden wollen sich nicht in die Gattung auflösen und der Monotheismus widerstrebe der Rückführung ins Gattungswesen, da er Heteronomie statt Autonomie fordere. Proudhon hat Feuerbach rezipiert, auch durch Joseph Reuss französische Übersetzung des Wesens des Christentums. Was Feuerbach über Proudhon dachte, ist nicht bekannt, das Umgekehrte schon. Er hielt Feuerbach zunächst für sein deutsches Äquivalent. Er wollte auch eine Übersetzung des Wesens des Christentums mit eigenem Vorwort herausgeben, wozu es
nie kam. Er kam ja zu den meisten Dingen, die er versprach, nicht. Erst 1864, also wesentlich später, erschien die erste vollständige französische Übersetzung. So kam es erst kurz vor Proudhons Tod zu einer erneuten Beschäftigung mit Feuerbach. Ja, vielleicht nochmal etwas aus seiner letzten Notiz. Ja, ich wiederhole, wenn es einen Gott gibt, ist es, wie Feuerbach erklärt und das Christentum offenbart hat. Und diese Konzeption ist nicht unmöglich. Aber das würde uns zeigen, dass es keine Realität ist und dass die Gefahr besteht, für Gerechtigkeit und menschliche Freiheit eine ähnliche Erkenntnis herzuleiten. Religion als reinen Idealismus zu betrachten. Und wir schließen wie Feuerbach. Edouard Vallin schrieb kurz nach dem Tode Proudhons an Feuerbach, dass jener das Wesen des Christentums mit großer Freude gelesen hatte. Er sah bei Feuerbach sogar in der Religionskritik einen Anstoß zur Erneuerung der Religion, wobei Proudhon sich im Unterschied zu Feuerbach mehr an Kants Moralphilosophie orientierte und nicht am Sensualismus Feuerbachs. Der hatte ja so eher eine Liebesethik und Liebesreligion. Es ist so, dass nun Proudhon nicht nur in der Tradition christlicher Judenfeindschaft steht, sondern auch auf einen Export jenes in den Orient Bezug nimmt. Wir hatten, ich glaube, das war in der sechsten oder so Sendung, wir hatten von der Damaskus-Affäre gesprochen. Da wird es nun wirklich mystisch, wenn Georg Friedrich Daumers Abhandlung über den Moloch-Kult dazu herangezogen wird. Vielleicht erinnert man sich auch manchmal an Formulierungen bei Marx, wo da vom Moloch die Rede ist. Man merkt, dass er solche Dinge auch gelesen hat. Also der Daumer hat einige Abhandlungen darüber geschrieben. Er ging schließlich aus von einer Einheit Moloch, Jehova oder Jahwe, die auch Baal, Kiun, Kronos und Saturn genannt wird, also unterschiedliche Mythen verschiedener Sprachen hernimmt. Nicht, das sind ja so Mythen, griechische und römische und so weiter, die werden da alle miteinander vermengt, nicht? Aufgrund von strukturellen Ähnlichkeiten, wie dann Daumer ja mal wohl meint. Moloch sei ein Gott der Finsternis, des Unheils, der Vernichtung und des Verderbens, dem als verzehrendes Feuer Tiere, aber auch Menschen zum Opfer gebracht werden. Nun, wir hatten schon gesehen, dass also seit der Gründung des jüdischen Monotheismus die Opferverweigerung eine Rolle spielt und dass die Juden gerade deswegen verfolgt wurden, weil sie das Opfer verweigerten. So dass dies durchaus Projektion zu bezeichnen ist. Aber nun noch mal kurz die Damaskus-Affäre, nicht? Das, worum ging es? Der Abt des Franziskanerklosters, also Pater Tommaso, wurde in Damaskus im Februar 1840 als vermisst gemeldet und die jüdische Bevölkerung des Mordes bezichtigt, da sie angeblich das Blut für die Feier des Pesachfestes benötigten. Vorwürfe, die aus dem europäischen Mittelalter uns bekannt sind. Wir haben es ja auch schon dargestellt. Jedenfalls wurden in den Folgetagen von Christen und Muslimen die jüdischen Viertel geplündert und einige angeblich verdächtige Juden ermordet. Darauf bezieht sich jetzt Daumer, nicht kritisch, affirmativ könnte man sagen, vollständig erwiesen, so schreibt er, glaube ich, die ursprüngliche Identität des althebräischen Jehovismus und Molochismus und die große Rolle zu haben, die im hebräischen Jehovadienst durch die berüchtigten Vorfälle von Damaskus wie der angeregte Glaube an fortdauernde jüdische Menschenopfergebräuche in unvereinbaren Widerspruch mit ihrem alttestamentarischen Volks- und Religionsgeschichte künftig hin als eine lächerliche, offenbare Unwahrheit zurückzuweisen ist. Dieser Erweis ist das zunächst Wichtigste und Folgenreichste, was diese Schrift erhält. Der Prozess gegen die Juden zu Damaskus ist zwar auf eine sehr barbarische Weise geführt und die ganze Sache zuletzt gerichtlich niedergeschlagen worden, dass aber irgendeine Gräueltat vorgefallen, das lässt sich gleichwohl nicht leicht in Abrede stellen. Naja, das Gericht hat es dann schon. Eine weitere Schrift in der Zeit ist Gejanis Buch »Die Menschenopfer der alten Hebräer«. Also vor dem monotheistischen Christentum ist da hinten gemeint, das wesentlich mit Daumer übereinstimmt. Nur einige Details weichen ab.
Bei Daumer ist Jehova Moloch identisch mit Saturn, bei Jani mit einem Sonnengott. Auf Daumer war einzugehen, weil er seit 1830 mit Feuerbach eng befreundet gewesen war, muss man sagen, und sie sich inhaltlich nahe standen. Die Freundschaft zerbrach allerdings, als Daumer ein Buch über die heilige Maria schrieb und diese als negative, naturwidrige Gestalt beschrieb. Das war natürlich Feuerbachs Liebhaberei zum Marienkult und dem der weiblichen Gottheit und so weiter entgegen. 1843 war der letzte Briefwechsel und Daumer bezeichnete Feuerbach dann später, also kurze Zeit später, als einen Onanisten im Punkt Religion. Das zeigt auch etwas von dem Umgangston zu der Zeit. Aber noch einmal zurück zum Einfluss Proudhons. Dieter Borchmeier, Wagner und der Antisemitismus, schreibt er also im Richner-Wagner-Handbuch Folgendes, wo er Proudhon als wichtigste Quelle für die Formierung des wagnerischen Antisemitismus sieht. Vor allem sind es die frühen Repräsentanten der sozialistischen Bewegung, Charles Fourier, Toussaint und besonders Proudhon, dessen Hauptwerk De la Propriété, Wagner nachweislich gelesen hat, kann er nicht gelesen haben, die Schrift heißt ja anders, aber das ist eben halt dieses Abschreiben, die ein neues Feindbild der Juden als des gesellschaftlichen Grundübels aufbauten, das auf Wagner einen nicht zu unterschätzenden Einfluss ausgeübt hat. Bei Proudhon fand er bereits die Ansätze einer rassenideologischen Abwertung der Juden. Die Vermischung von religiöser und rassistischer Judenfeindschaft auf sozialistischer Basis, wie sie in Proudhons Denken sich andeutet, bestimmt auch die wagnerischen Äußerungen über die Judenfrage seit den 1860er Jahren. Bruno Bauer, auf den wir auch noch eingehen werden, schon weil Marx sich auf seine Schrift zur Judenfrage bezieht, gehört zu den weiteren Umkreis, die die Atmosphäre ausmacht, in der sich bei den Junkelianern der Antisemitismus entfaltet. Ihren Unglauben an die Völker und den ausschließlichen Glauben an ihre bodenlose Nationalität müssen die Juden zum Opfer bringen, ehe sie sich auch nur im Entferntesten instand setzen können, an wirklichen Staats- und Volksangelegenheiten aufrichtig und ohne geheimen Vorbehalt teilzunehmen. Wir, gemeint sind die Nicht-Juden, aber müssen den Unglauben an die Welt überhaupt und an die Berechtigung des Menschen, also den ausschließlichen Glauben an das Monopol und die Unmündigkeit aufgeben, ehe wir daran denken können, wirkliche Völker und innerhalb des Volkslebens wahre Menschen zu sein und zu bleiben. Da zitiere ich dann doch nochmal Friedrich Krier in seiner Arbeit zu Proudhon, weil er diesen Sachverhalt dabei Bauer interpretiert. Die Juden müssen sich also sozusagen doppelt emanzipieren. Sie müssen sich erst von ihrem nationalen Wesen und dann von der allgemeinen Entfremdung emanzipieren. Karl Grün, der sich zunächst für die volle Anerkennung der Staatsbürgerrechte für die Juden eingesetzt und Bruno Bauers Vorbehalte gegen die Juden als Überreste altchristlichen Antijudaismus kritisiert hat, dreht, nachdem er privat die Überwindung seines liberalen Standpunkts vom politischen Rechtsstaat hin zum Sozialismus vollzogen hat und auch den Marxischen Aufsatz gelesen hat, die bauersche Argumentation um. Eher könnte man sagen, der Christ habe eine doppelte Aufgabe. Er müsse erst den Christen und dann den Juden aufheben, den Juden, das heißt den Schacherer, also zuerst die Kritik Feuerbachs und dann die Kritik Proudhons anzuwenden. Jedoch sei mit dem weiteren Verlauf der Geschichte diese doppelte Aufgabe hinfällig geworden, denn die Kritik an Gott und Geld erscheine mittlerweile als die Kritik ein und desselben. Und da wird nochmal Karl Grün zitiert, nicht meine Stellung zur Judenfrage. Die Geschichte hat nur noch eine Arbeit. Alle früheren Unterschiede sind gleich vor ihr. Denn alle früheren Unterschieden liegt nur das eine zugrunde, die Entäußerung des Menschen von seinem Wesen. Heiße sie Gott oder Geld. Und Krier noch weiter. Gegenüber Grün erscheint die Erlösung, als wäre es durch seinen Untergang bei Wagner, eher auf eine Linie mit Bauer.
und wohl auch Feuerbach zu liegen. Vor allem liegt bei Wagner wie bei Bauer die Betonung darauf, dass es sich um eine Selbstemanzipation, um eine eigene Anstrengung der Juden handeln soll und nicht um einen gesamtgesellschaftlichen Akt, wie bei Marx. Und Proudhon? Bei Proudhon kommt der Zusammenhang von Judenemanzipation und gesellschaftlicher Emanzipation, von Emanzipation der Menschheit vom Judentum begriffen, als Überwindung der Geldherrschaft in dieser Form nicht vor. Für den materiellen Franzosen scheint die Lösung der Judenfrage vielmehr eine biologische Form anzunehmen. Die Juden sollen sich physisch mit den Nichtjuden vermischen und dadurch aufhören, Juden zu sein. Das ist durchaus eine sehr kreative Angelegenheit, nicht? Das unterscheidet sich nicht nach dem, was wir so gewohnheitsgemäß bei den Antisemiten kennen. Nicht? Also, es muss also schon etwas dazukommen, damit diese Mischung von Antisemitismus und Antijudaismus wirksam wird. Die Vorstellung, dass eine Mischung so etwas wie Völkermord sei, wird ja bis heute von Nationalisten vertreten und es führt allerdings zyklisch zur Skandalisierung. Wir haben das ja vor kurzem gehört, da war einer, irgendwas mit Kamel war das, Höcke von der AfD hat da ja eine Brandrede gehalten, nicht? Und bei dem läuft das ja auch darauf hinaus, nicht, dass eine Rassenmischung oder so etwas, das sei dann irgendwie eine, das sei Völkermord, nicht? Durch die Mischung verschwinden dann die authentischen Völker, also im Sinne des einer völkischen Identität. Seine Konkurrentin in dem Verein, der alternativ sein will. Lehnt zwar Höcke ab, aber sie propagierte ja auch schon einen völkischen Begriff von Volk, nicht? Das finden wir dann in der Zeit, wo Marx und Proudhon und so weiter lebten, in dieser Form nicht, also sondern eher umgekehrt, nicht? Also das könnte man sagen, dass die Ideen da auch geklaut haben, also das nur umgedreht haben, nicht? Also bloß also ein Mischen, dann verschwinden die Juden, nicht? Das findet man ja dann auch bei Hitler, nicht, wo er dann den Juden sozusagen eine größere Selbsterhaltung zugesteht, nicht, und also meint, also durch diese Mischung würden die Juden sich eher durchsetzen, nicht. Das ist also die einfallsreich sind Antisemiten immer. Aber die Vorstellung, dass eine Mischung so etwas wie Völkermord sei, nicht, wird heute ja von den Nationalisten so vertreten. Und es führt allerdings zyklisch, weil das in der Öffentlichkeit dann doch nicht so gut ankommt, zur Skandalisierung. Ohne eine Totalitarismus-Theorie zu vertreten, die links und rechts gleichsetzt, können wir aber auch sehen, dass die Nationalsozialisten in der Linken teilweise schon einen Selbstbedienungsladen entdecken konnten, bei dem sie sich dann selber bedienen konnten. Was so alles noch zwischen Proudhon und Marx passierte, Junghegelianer Richard Wagner, werden wir das nächste Mal noch vertiefen, um dann den rationalistischen und idealistischen Antisemitismus, den wir hier schon an einem Beispiel beobachten konnten, als Voraussetzung des frühen
linken Antisemitismus thematisieren können. Also wir sehen, die Problematik hat es wirklich in sich.